Einen wunderschönen guten Mittag, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Das ist jetzt gerade hier alles sehr, sehr spontan. Ich dachte, ich drehe mal einen Vlog und ja, es ist mitten am Tag, es sind 38 Grad. Hier drin geht es einigermaßen. Ich hänge jetzt schnell die Wäsche auf und dann habe ich ein bisschen was zu tun. Ich habe nämlich tatsächlich heute eine Zusage bekommen für einen Studienplatz, auf den ich mich beworben habe, mein Plan A, also genau mein, da wo ich genau hin wollte, genau der Studienplatz, genau die Stadt, alles genau so, wie ich es wollte. Nachdem ich bis jetzt schon eine Absage bekommen habe und bei der dritten Uni, wo ich mich beworben habe, habe ich dann auch nach der Bewerbung mal in diese NC-Tabellen vom letzten Jahr geguckt und bin fast umgefallen. Also danach wusste ich, dass ich da auch keine Zusage vermutlich kriege. Also mein Durchschnitt war jetzt nicht so schlecht, aber ich habe halt nicht 1,2 gehabt. So, deswegen, ja, aber ich habe eine Zusage bekommen. Das heißt, ich muss die Immatrikulation beantragen und es wäre so schön, wenn das alles jetzt klappt. Ich wüsste aber nicht, was noch dagegen sprechen sollte. Ich werde ja alles fristgerecht einreichen. Genau, so mein Plan, heute ist ein bisschen noch zu organisieren. Ich habe mich heute bewusst auch dazu entschieden, den ganzen Tag mit dem Auto unterwegs zu sein, weil das bei den Temperaturen, also man will nicht in der Straßenbahn sitzen, man will das einfach nicht. Ungefähr eine Stunde später oder ein bisschen mehr, keine Ahnung. Ich habe meine Immatrikulation vorgenommen. Dabei ist mir aufgefallen, dass mir noch Dokumente fehlen, wovon ich eigentlich hätte wissen müssen, dass ich sie brauche, aber nicht dran gedacht habe. Deswegen lernt aus meinen Fehlern und bitte, wenn ihr irgendwo von einer Hochschule exmatrikuliert seid, habt irgendwo diese Exmatrikulationsbescheinigung vorliegen. Guten Morgen, ich habe gestern nicht mehr gefilmt, also vorgestern habe ich den Vlog angefangen und gestern habe ich gar nicht gefilmt. Heute steht ein bisschen Haushalt auf dem Programm, also ich will die ganze Wohnung nochmal so ein bisschen sauber machen. Morgen kommt meine Schwester und ist dann für eine Woche hier. Dann haben Karl und ich noch einen Termin. Wir gestern haben wir auf dem Balkon mal ein bisschen sauber gemacht, die ganzen Sitzmöbel mal komplett abgewischt und sowas. Dann haben wir auch so diesen Sichtschutz, der sowieso schon dran war, wieder ordentlich befestigt, gestaubsaugt. Also wir haben angefangen, so ein kleines, naja, nicht Balkon-Makeover, aber ein bisschen wieder Ordnung zu machen. Und ich habe mich gefragt, warum wir diesen Sommer so wenig auf dem Balkon gesessen haben bisher. Und das liegt ziemlich sicher daran, dass hier halt einfach alle möglichen Leute von allen möglichen Häusern darauf gucken können. Also ich mich einfach permanent beobachtet fühle. Und deswegen habe ich mich dann gestern ein bisschen geschaut nach Thema Sichtschutz, habe mir ein bisschen Inspiration erstmal geholt und habe dann auf eBay Kleinanzeigen einen Sichtschutz gefunden, den ich nachher abhole. Ich bringe den aber nicht an ohne Tim, also da sehe ich mich jetzt gerade nicht so. Das können wir auch morgen früh, bevor meine Schwester kommt, noch in Ruhe machen oder sowas. Da müssen wir auch gucken, ob wir überhaupt genug Kabelbinder noch dafür haben und sowas, also das mache ich jetzt nicht, aber ich hole den zumindest nachher ab. Es ist noch zeitig, aber ich fange schon mal mit den allerersten Vorbereitungen fürs Mittagessen an. Und zwar gibt es heute panierte Zucchini.
ich stelle jetzt die Kartoffeln an. Richtige Herdplatte. Und da hier ist schon mal die Butter. Ist das irgendwie. Ist hier dreckig auf? Ich glaube, die Linse ist dreckig. Irgendwie sieht das alles sehr verschwommen aus. Besser? So. Und dann zeige ich euch jetzt mal hier noch. Mir ist vorhin. Ich hatte ein kleines Unglück. Mir sind hier ein paar von den Dingern runtergefallen. Beim Einräumen. Deswegen liegen jetzt nicht mehr so schön ordentlich da. Also Karls Essen ist wie immer zuerst fertig. Ich habe ihm die Soße extra gemacht, falls er nicht möchte, dass sie die Kartoffeln oder die Zucchinis berührt. Genau, sieht auf jeden Fall sehr lecker aus. Hier brät es noch ein bisschen. Ich habe ihm jetzt die schon am meisten durch waren, gegeben. Aber der Rest müsste auch gleich soweit sein. Ja, so schön sieht die Soße aus. Und ich tue mir jetzt hier auch mal fertig auf. So, wir sind zumindest in der Parallelstraße von da, wo wir gleich den Sichtschutz abholen. Das ist mitten an der Hauptstraße, da fährt die Straßenbahn, da fährt der Bus. Da konnte ich mich jetzt gerade nicht illegal hinstellen. Und wir haben nämlich gerade noch ein paar Minuten Zeit. Das wäre nicht gegangen. Ich muss erstmal noch kurz hier verharren. Ich habe aber, wie gesagt, schon mal die Location ausgekundschaftet. Beziehungsweise eigentlich kannte ich das schon so ganz grob. Wir haben hier in der Nähe nämlich schon mal gewohnt. Es ist gerade echt Heimatgefühle. Und dann fahren wir hier noch drei Ecken weiter und gehen auf einen Spielplatz, auf dem wir schon öfter zu Fuß waren, als wir noch hier gewohnt haben. Ja, da kann man auch besser parken. Das habe ich noch in Erinnerung. Und ja, verbringe dann dort noch ein bisschen Zeit. Und so erstmal der Plan. Ich muss gleich mal gucken, wie groß das Ding ist, ob ich irgendwelche Sitze klappen muss. Mal schauen. Wie schön ist das bitte, einen riesengroßen Spielplatz mitten in Leipzig für sich alleine zu haben. Richtig gut. Wir lassen es uns jetzt hier gut gehen, aber im Schatten ist es echt kalt, also beziehungsweise kühl, wenn der Wind so weht und die Sonne nicht da ist. Aber in der Sonne kriegst du uneingecremt einen heftigen Sonnenbrand. Also das Wetter ist interessant.